Vermutlich ist aber wichtiger, nicht so sehr den Blick rein auf das Trump-Risiko zum Beispiel für das Verhältnis USA-China zu nehmen, sondern auch Europa im Blick zu halten. Herzlich willkommen zu 5 Fragen in 5 Minuten mit Johannes Meyer, Chefvolkswirt von Alp und Wallwitz. Und heute wollen wir nicht den normalen Jahresrückblick oder Jahresausblick wagen, sondern vor allem auf positives wie negatives Überraschungspotenzial eingehen und da auch direkt starten. Johannes, was wäre denn deiner Meinung nach die größte Überraschung, wenn wir auf die volkswirtschaftliche Seite fürs neue Jahr blicken? Ja, ich grüße dich. Nun, da muss man ja vor allem immer auch die Erwartungshaltung mit berücksichtigen. Was ist also erwartet? Was ist eingepreist? Ja, und makroökonomisch, wenn man sich den Markt anschaut, dann sind eben sehr viele Zinssenkungen sowohl von FED als auch von EZB eingepreist. Heißt also, wenn es dazu nicht kommen sollte und vor allem, wenn es in die Gegenrichtung gehen sollte, wenn vor allem die US-Kerninflation unerwartet nochmal anspringt, die FED eine neue Zinsanhebungsrunde einläuten muss, das wäre sicherlich ein großes Überraschungspotenzial und auch mit negativer Marktreaktion verbunden, denn nicht nur die Zinserwartungen würden dann steigen, sondern vermutlich auch die Risikoprämien für Staatsanleihen, denn dann fällt ja die FED eben als Käufer der letzten Instanz für längere Zeit aus und das könnte dann durchaus sehr negativ am Markt interpretiert werden. Schauen wir auf die Unternehmen. Was erwartest du da für negative Überraschungen? Ja, da würde ich etwas auf die vergangenen Zinsanhebungen blicken. Die sind ja schon Realität. Die haben bisher vor allem Bremsspuren am Immobilienmarkt hinterlassen. Das wird sich noch fortsetzen. Möglich ist natürlich immer, dass sich sowas etwas ausweitet. Das heißt, dass vor allem zum Beispiel der Bankensektor stärker betroffen ist, als das aktuell erwartet wird. Die Bankbilanzen sind ja immer so etwas die Black Box. Da weiß man nie ganz genau, was da schon abgeschrieben ist, was noch in den Bilanzen schlummert. Ja, und auch andere zyklische Bereiche der Wirtschaft könnten durchaus größere Probleme noch bekommen, wenn die Finanzierungskonditionen wirklich die Geschäftsmodelle stärker durchschlagen. Im neuen Jahr wird auch gewählt. Viele blicken vor allem natürlich schon in die USA zum Ende des kommenden Jahres. Erwartest du da negatives Überraschungspotenzial durch Wahlen? Ja, 2024, das Superwahljahr. Noch nie gab es so viele Wahlen global wie in diesem neuen Jahr. Und das größte Überraschungspotenzial liegt tatsächlich auf der US-Seite. Das ist nun mal die global wichtigste Wahl. Vermutlich ist aber wichtiger, nicht so sehr den Blick rein auf das Trump-Risiko zum Beispiel für das Verhältnis USA-China zu nehmen, sondern auch Europa im Blick zu halten. Denn wenn ein neuer Präsident hier die Zollschranken hochfahren würde, so wie er das ja aber auch beim letzten Mal getan hat, dann würde das vor allem Europa wieder stark treffen mit unserer starken exportorientierten Industrie. Die könnte also unter erheblichen Druck in so einem Szenario kommen. Ja, und auch sicherheitspolitisch birgt ein Trump-Wahlsieg natürlich Risiken für Europa. Ja, da brauchen wir nur den Blick Richtung Osten richten. Wenn da die Hilfen zurückgestrichen werden, dann weiß man eben nicht wirklich, wie es da weitergeht. Und deshalb Trump-Risiko vor allem für Europa. Und jetzt alles negative Punkte. Hast du auch positive Überraschungsmomente fürs kommende Jahr für uns parat? Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Auch positiv kann das deutlich besser laufen als von den meisten erwartet. Denn die Produktivitäts- und Investitionsdynamik, gerade in der US-Wirtschaft, könnte sich als stärker erweisen, als das allgemein in den Prognosen berücksichtigt wird. Wir haben große Fortschritte in der KI. Das heißt, da kann es durchaus passieren, dass entlang der Wertschöpfungsketten Produktivitäts- und Ersparnispotenziale sich auftun, die Unternehmen vor allem davon profitieren, Kosten senken können. Und das hätte dann auch den positiven Nebeneffekt, dass es zu einer etwas schnelleren Entlastung am Arbeitsmarkt zum Beispiel kommen würde, dass der Lohndruck eben schneller nach unten geht und damit dann eben auch das Zinsthema schneller beendet sein würde, als das vielleicht heute erwartet wird. Und wenn wir abschließend nach vorne blicken und schauen, was gibt es vielleicht für Risiken, die andere noch nicht so im Blick haben, gibt es da etwas, deiner Meinung nach, was andere vielleicht noch unterschätzen? Ja, das wirkliche Überraschungspotenzial liegt nicht so sehr in diesen Punkten, die wir diskutiert haben. Das sind ja Known Unknowns, wie man so schön sagt. Das heißt, man kennt das Thema, man kann die Eintrittswahrscheinlichkeit abschätzen, man kennt nur nicht den genauen Effekt. Interessanter sind natürlich vor allem die sogenannten Unknown Unknowns. Also was trifft uns wirklich völlig unvorbereitet? Ja, und wie der Name schon sagt, das kann man im Vorfeld nicht wirklich auflisten.
Da gibt es Potenziale bei vielen Geschäftsmodellen zum Beispiel. Ich denke da auch an die Hardware auf der IT-Seite. Wenn wir uns diese iPhone-Welt anschauen, die schon lange dominiert, vielleicht kann es da plötzlich einen Shift geben. Das gleiche auch im Gesundheitsbereich, wenn es da bahnbrechende Fortschritte in der Onkologie gibt. Die könnten sich sogar bis auf den demografischen Wandel am Ende und die Arbeitsvolumina durchwirken, also auch makroökonomisch relevant haben. Also das sind so klassische Faktoren, mit denen die wenigsten rechnen. Ja, und vielleicht mit Augenzwinkern am Schluss sicherlich auch große Überraschung, wenn die Meisterschale 2024 eben mal nicht nach München gehen würde. Insofern klar ist, dass es spannend bleibt an den Märkten und möglicherweise auch spannender als den vielen Münchnern recht ist in der Bundesliga. Vielen Dank für deine Einblicke, Johannes. Vielen Dank und allen ein gutes neues Jahr.